Willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei Nemesis TV. Heute machen wir ein Vergleichsvideo zwischen 5M, Wage, Alt-V und wir nehmen nochmal für ein paar Bezüge Vergleich zu SAMP, also der San Andreas Multiplayer Modifikation. In diesem Video werde ich meine eigene Meinung kundtun. Es können andere von euch natürlich anders sehen. Ich habe jetzt hier Tutorials für alle drei Launcher gemacht und konnte mir auch ein großes Bild davon machen. Und möchte euch jetzt die Unterschiede zeigen, die mir dabei aufgefallen sind, meine Meinung zu den drei verschiedenen Launchern und eine Empfehlung am Ende, welchen Launcher ich euch aus meiner Meinung raus empfehlen würde. Wir fangen erstmal an mit 5M, sind hier im cfx.reforum. 5M ist ja mittlerweile ein ganzes Framework, so benenne ich es mal, was nicht nur für GTA 5 funktioniert, sondern für die ganze Rage Engine, also auch für Red Dead Redemption 2. Das hat man ja in meinen Tutorials gesehen und die Programmiersprachen, die unterstützt werden, sind einmal Lua, JavaScript, C#. Davon ist Lua am meisten vertreten. C# und JavaScript sehe ich eher selten, hat aber auch den Grund, dass die meisten Server-Ersteller oder Owner irgendein Framework benutzen wie ESX oder QBCore oder auch damals vRoleplay. Das hat aber auch zugleich einen Vorteil. Denn diese Frameworks sind ähnlich wie bei Minecraft, damit kann man relativ schnell einen Server aufbauen. Es gibt sehr, sehr viele Ressourcen dafür, die man einfach so installieren kann, also Plugins. Oder man kann halt auch eigene Ressourcen dafür schreiben. Problem ist halt, dass im ersten Blick erstmal alle Server gleich sind. Ihr habt ja bestimmt die ganzen großen YouTuber verfolgt, wie Montana Black und so weiter und so fort. Oder auch Trimax, die auf solchen Server spielen. Das sind meistens alles ESX-Server. Und da spielt sich dann das ganze Leben von denen ab, die sind halt im Kern alle gleich und verändern halt nur Kleinigkeiten oder sind nur an kleinen Abschnitten individuell voneinander unabhängig. Aber da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Wenn wir uns einmal die Masterlist anschauen von 5M, sehen wir, dass auch 5M die meisten Spieler hat. Aktuell sind 78.100 Spieler in 5M unterwegs und damit hat 5M auch die meisten Spielerzahlen, dank vor allem den YouTubern und Streamern, wie eben schon erwähnt, wie Montana Black, denn er lockt, glaube ich, relativ viele Spieler zu dieser Modifikation und dadurch werden die Server auch voller. Ja, wie ist überhaupt 5M entstanden? 5M, damals basierte das noch auf der Entwicklung von NT Authority, die Person wurde leider damals von Rockstar Games verklagt, hat dann aufgehört. Irgendwann 2014 wurde dann an cfx.de weiterentwickelt und ist halt dann zu diesem Punkt entstanden, wo es heute ist. Und wie gesagt, mittlerweile die größte GTA 5 Multiplayer Modifikation mit den meisten Spielern. Hat auch eine sehr große Scripting API und eine sehr, sehr große und gut ausgefüllte Documentation. Die zeige ich auch in meinen anderen Videos. Hier sehen wir auch nochmal in Lua, C#JS unterteilt. Hier finden wir eigentlich alles. Bei Updates von GTA 5 muss man sagen, es werden alte GTA 5 Versionen gecached. Deswegen kann man trotz eines Updates weiter auf seinem 5M Server spielen. Auch wenn die Entwickler von 5M noch kein Update gebracht haben. Denn Updates dauern meistens leider etwas länger. Aber dafür, wie gesagt, kann man aufgrund der gecachten Version trotzdem weiterspielen. Wenn wir zu den negativen Punkten kommen, außer dass sehr, sehr viele Server halt auf Frameworks basieren wie ESX oder QBCore und die Server halt sehr oft gleich aussehen und dadurch auch nur noch Billo-Server entstehen, schauen wir uns einmal die Monetarisierung an von 5M. Wenn wir mal 5M Patreon hier eingeben, sehen wir die Patreon-Seite von 5M und wie ihr bestimmt wisst, kann man ab einer bestimmten Grenze der Slots muss man halt bezahlen. Muss man Patreon-Member sein oder auch damit der Servername in Farbe kommt, damit der Server höher gelistet wird und so weiter. Wenn wir jetzt mal zum letzten Level gehen, zu der 5M Element Club Platinum, 50 Euro pro Monat. Damit können wir dann halt 128 Slot-Server betreiben mit OneSync oder 1024 Slot-Server mit OneSync Infinity. Dazu zu sagen, ganz am Anfang war 5M auf der GTA Online Sync Basis und deswegen konnten auch nur 32 Spieler drauf. Ansonsten können wir dann auch noch
Farbcodes im Servernamen benutzen, haben ein Highlight und so weiter und so fort. Klar, ich sehe, dass sich das Projekt irgendwie rentieren muss, aber hier sehe ich auch sehr, sehr viel, was in die eigene Tasche dann reinfällt, vor allem aufgrund von der Masse an Servern, die auch so eine Patreon-Mitgliedschaft haben. Ja, zusätzlich, ich habe 5M noch Partner von ZHP Hosting. Das heißt, wenn ihr einen Server unabhängig von eurem eigenen Root V-Server hosten wollt, könnt ihr das nur über ZHP Hosting machen. Da ist natürlich auch fraglich, wie es mit der Überbuchung aussieht, wenn so viele Leute einen Server haben wollen. Aber auch dazu habe ich ein Video gemacht, findet ihr alles bei mir auf dem Kanal. Zum Ende zu sagen ist, 5M ist ein guter Mod mit nicht der besten Synchronisation. Ist auch, würde ich sagen, nicht am stabilsten, aber aufgrund der Spielerzahl und aufgrund des YouTube- und Twitch-Hypes auf jeden Fall ein Besuch wert. Zum endgültigen Fazit kommen wir am Ende. Als nächstes schauen wir uns mal RageMP an. Bei RageMP sind gerade 18.235 Spieler online und der Peak ist 48.640, also wahrscheinlich weniger als die Hälfte von 5M, wenn überhaupt ein Drittel. Und ja, bei RageMP werden halt Programmiersprachen von JavaScript und C-Sharp unterstützt, dabei auch C-Sharp auch clientseitig. RageMP hat auch relativ viele Spieler, 18.000, dabei sind die meisten Server aber russischer Natur. Die Top 10 Server sind halt Russen-Server und dabei spielt hier der GTA5P.com, ähnlich wie damals in SAP-Zeiten, ja, der bestimmt 10 Server hat, die meistens alle voll sind, eine große Rolle. Aber es gibt auch viele deutsche oder internationale Server. Die C-Sharp API oder das Modul war am Anfang relativ instabil, hat sich aber mittlerweile mit der Version 1.1 relativ gut verbessert. Und ja, wie gesagt, auch die Sync und die Stabilität war mit 0.37 eher so lala, aber mit 1.1 deutlich besser. Dafür könnte die Transparenz im Team, Discord, Forum auf jeden Fall besser sein. Man hat ja von den ganzen Gerüchten gehört, dass Leute gebannt wurden ohne Grund. Wie auch immer, da sollte man sich ein eigenes Bild drüber machen. Das, was man positiv sehen kann, ist auf jeden Fall, dass RageMP eine Easy-Anti-Cheat-Integration plant. Also Easy-Anti-Cheat ist eine Anti-Cheat-Software, die auch viele AAA-Spiele benutzen. Wenn ich mich nicht ganz irre, das neue Battlefield hat auch die Easy-Anti-Cheat-Integration. Es gibt natürlich auch viele, die dieses Anti-Cheat umgehen können, aber einen sehr großen Teil an Script-Kiddies sollte das auf jeden Fall fernhalten. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es gibt auch das Wiki, ist auch relativ gut gestaltet von RageMP. Wenn wir hier mal auf Wiki gehen, hier steht auch relativ viel drin, noch von GTA Network damals. Und ja, GTA 5 Updates kommen sehr, sehr schnell rein, meistens unterhalb von 24 Stunden, maximal halt einen Tag 24 Stunden. Und wir auch eine Modifikation, die ihr euch mal anschauen könnt, dazu gibt es auch bei mir auf dem Kanal eine Tutorial-Reihe. Hier ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir für RageMP. So, kommen wir zu guter Letzt zu AltV. Wenn wir dieser Seite hier Vertrauen schenken dürfen, dann sind gerade 890 Spieler online. Damit natürlich am wenigsten Spieler von den ganzen Multiplayer-Launchern und dementsprechend auch weniger Server da. Dafür gibt es hier relativ viele deutsche Server. Und auch sehr, sehr viele deutsche Streamer spielen auf diesen deutschen Servern, wenn ihr mal bei Twitch rumschaut oder YouTube. Ja, hat eine sehr gute und stabile Sync. Das C-Sharp-Modul ist sehr umfangreich und stabil. Ja, dann bietet es auch hier die serverseitigen Programmiersprachen JavaScript, C-Sharp, Lua und clientseitig nur JavaScript zum aktuellen Zeitpunkt. Die Scripting-API ist nicht so umfangreich und die GTA-Updates kommen auch relativ schnell, nicht so schnell wie bei Rage, aber innerhalb von wenigen Tagen meistens. Auf dem Discord und im Forum bekommt man relativ schnell Hilfe. Wenn wir uns mal die Seite von AltV anschauen, dann sehen wir hier, habe ich eben vorhin gesagt, ich meinte natürlich Discord, sehen wir hier, dass wir hier die Downloads haben. Wir haben dann drei verschiedene Branches, Release, Release Candidate und Development. Da könnt ihr euch dann auch hier die Ressourcen und so weiter und so fort so runterladen. Es gibt auch hier ein anschauliches Wiki mit sehr, sehr viel Inhalt. Und auch hier
einige Ressourcen, die ihr euch runterladen könnt, wenn ihr neu seid, um euch das mal anzuschauen. Denn ich wollte euch im Vergleich jetzt nochmal SAMP zeigen. SAMP war eine Multiplayer-Modifikation für San Andreas, also Grand Theft Auto San Andreas. Dazu hatte ich auch damals einen Server gemacht und auch eine Tutorial-Reihe auf meinem alten Kanal. Wenn wir uns jetzt mal San Andreas anschauen, dann haben wir dort 30.643 Spieler online und knapp 4.000 Server, was natürlich noch eine Menge ist, fast mehr wie bei Rage und Old V zusammen. Deswegen, um nur mal ein paar Zahlen dafür zu wissen. Was kann ich jetzt am Ende empfehlen? Ich habe mir alle drei angeschaut, ich habe auch auf allen drei gespielt. Ich muss sagen, für diejenigen, die schnell einen Server aufbauen wollen, nicht so viel programmieren wollen, nicht so tief in die Materie einsteigen wollen und die vielleicht auch viele Spiele ansprechen wollen, denen empfehle ich 5M. Dort kann man relativ einfach einen Server aufsetzen mit einem Framework. Die, die einen eigenen Server aufbauen wollen, vielleicht mehr in die Programmiermaterie einsteigen wollen und was Eigenes erstellen wollen, den kann ich nur RageMP ans Herz legen. Gefällt mir persönlich selber auch am besten. Hat unter anderem halt eine sehr, sehr große Scripting-API. Es gibt sehr viele Tutorials dafür, unter anderem habe ich auch welche erstellt, Ressourcen und meiner Meinung nach auch rundherum die besten Sachen dafür. Wie gesagt, wenn es dann auch in Kürze die Easy Anti-Cheat-Integration gibt, dann sehe ich hier dafür nur Vorteile. Wie gesagt, wenn wir zum Abschluss dieses Videos kommen, meine Empfehlung ist hier RageMP. Wenn ihr noch Fragen oder so habt, meldet euch gerne bei mir im Discord oder im Forum. Ansonsten, wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao.